Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Village mit mir, eurem Dio. Und wir starten auch direkt rein und begeben uns auf die Suche weiterer Masken, um dieses Schloss verlassen zu können. Pass mal auf, wir haben noch die Maske des Zorns im Inventar. Die Maske der Traurigkeit haben wir schon Hier, pass mal auf. Rin. Psst. Schön leise, dass sie uns nicht sieht. Die Horrorbraut. Hä? Leise, dass sie uns nicht hört. So rum. Hier. Ja, ich habe jetzt die Aufnahme fast drei oder viermal versucht zu starten. Allerdings habe ich jedes Mal Grafikprobleme gehabt. Sag bloß, die kommt hier jetzt rein. Bitte steh hier nicht ums Eck. Sehr gut. Bitte steh nicht hinter der Tür. Please. Jawohl. Okay. Da oben ist sie. Okay, Sprint. Sprint, einfach. Zieh den Sprint an, renn durch, Junge. Wir haben nämlich eine Maske liegen lassen. Moin. Richtig doof. Und die gehen wir uns jetzt noch abholen. Ja, wie gesagt, ich habe die Aufnahme gerade eben schon ein paar Mal versucht. Allerdings immer ohne Erfolg. Also nicht wundern, ich weiß ein bisschen mehr. Also beziehungsweise bis zur Maske habe ich es immer versucht. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ganze Spiel und die ganze Aufnahme einfach leckt. Und zwar aus der Hölle. War das hier lang? Hier. Durch den Raum. Hier rein. Durch diesen Raum durch. Und dann haben wir hier die Maske. Genau. So, und hier ist mir mal aufgefallen, dass das ganze Spiel leckt. Entriegelt. Map. Okay. Wir haben die Halle der Freude. Also die Maske der Freude. Hoppa! Und wir brauchen jetzt nur noch hier unten in der Halle der Verzückung die letzte Maske. Ich schätze mal, dass sie da drin ist. Und genau dahin begeben wir uns jetzt. Das heißt, die zweite Tür. Dann geradeaus und dann sind wir schon da. Gefettfingert. Oh, richtig gefettfingert. Ich muss in die Richtung. Ah. Gut. Hallo? Hier waren wir ja halt auch schon überall, ne? Hier. Hier. Die Halle der Verzückung. Wir haben einfach überall die Masken liegen lassen. Ja. Ja, nö. War ja wieder klar. Ah ja, wieder klar. Nee, wir sind da nicht mehr rausgekommen.
Kann es sein, dass das das Problem ist? Hier haben wir ja die eine Blatt gemacht. Dann ging es hier runter, hier rein. Die Jagdtrophäe einsetzen? Kann nicht platziert werden. Ja gut, dann brauche ich erst eine Fake-Maske oder irgendwas. Pass mal auf. Die bekomme ich nicht mehr. Okay, aber ich kann die andere Maske, die können wir schon mal einsetzen. Ich habe eine große Tür gehört. Ich hoffe, dass da keine große Frau durchgelaufen ist. Perfekt. So, die Maske der Freude. Hier? Jawohl. Die Steps aus der Hölle. Hervorragend. 3 von 4. Wo bekommen wir jetzt so eine Fake-Maske her? Erstes, okay, perfekt. Hier ist die Halle, aber hier ist das Ding versperrt. Hier in Gemächern. Ein Konzertsaal könnte vielleicht irgendwas sein. Oder auf dem Dachboden. Turm des Zorns. Ja, da haben wir die Zornmaske gefunden. Wie bekommen wir da die Maske? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir fragen mal Fat Joe. Vielleicht weiß er ja Rat. Fat Joe, bist du mein Gandalf? Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Fat Joe ist nicht mein Gandalf, aber kannst du machen nix. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Nee. Schönen Tag. Ciao. Ja, es hilft dir nichts. Wir müssen ja nochmal alles abklären. Oder? Muss ich jetzt wirklich alles nochmal ablaufen? Oh, ich will nicht nochmal alles ablaufen müssen. Oh, nö. Okay, das ist alles. Karte. Fake-Maske. Wir haben doch noch Schlüssel. Pass mal auf. Wir haben doch Schlüssel. Hier. Der wurde schon häufig benutzt. Okay. Mit einer Blume und 2 Schwertern. Eine Blume und 2 Schwerter.
Ist halt die Frage, haben wir den schon benutzt in den letzten Folgen und ich weiß es nur nicht mehr? Oder wie sieht's aus? Huch. Oh, Alter, dieser Fetcho. Ja, gehen wir nochmal in den Innenhof. Ja, es nutzt ja alles nichts. Wir müssen uns ja einfach nur nochmal umgucken. Ich werde jetzt aber allerdings noch ein paar Mal auf die Karte schauen müssen. So wie jetzt. Küche. Okay, dann geht's hier hoch. Hier? Nein. Wo kam man denn da hin? Ich erinnere mich, hier haben wir die gegen diese eine gekämpft. Hier gab es auch richtig auf die Mütze. Die Katakomben, dann haben wir hier vielleicht was vergessen. Ah, vielleicht in den Zellen. Vielleicht liegt da noch irgendwo irgendwas drin, was wir gebraucht haben, beziehungsweise jetzt brauchen. Wo könnte diese Fake-Maske sein? Hier unten. Ha. Kann man die zerstören? Nein, kann man nicht. Kann aber hier rein und hier. Und hier liegen noch rostige Reste. Ja, das war's. Okay. Dann geht's wieder zurück. Das wird jetzt. Müssen wir jetzt ein bisschen laufen, müssen wir ein bisschen schauen. Hä? Da lang. Müssen wir ein bisschen schauen, dass das alles so funktioniert, dass es passt. Dann wäre mein Orientierungssinn nicht komplett für den Arsch. Da. Ich will raus aus der Küche mit den ganz leckeren Menschenresten. Speisezimmer, wir gehen jetzt jeden Raum ab. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwas rum. Also ja, hier liegt noch was rum. Machen wir zu. Die machen aber richtig Alarm hier, ne? Kurz die Fresse halten. Hallo? Das ist die große Lady Dimitrescu. Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Hm.
Das haben wir ja alles schon gemacht, ne? Achso, das ist der Eingang. Ja, dann fahren wir nochmal mit dem Fahrstuhl. Vielleicht funktioniert es ja, vielleicht bringt es ja was. Aber mit der Sniper machen wir mal One-Shot. Das ist sehr gut. Ach ja, ich erinnere mich. Die Geschichten hier oben auf dem Dach. Sind das hier oben? Ne, sind Statuen. Okay. Haben wir denn hier oben noch was zu holen? Ja, hier liegt irgendwo noch irgendwas rum. Ich hoffe ja sehr, dass wir jetzt hier einfach eine Statue finden. Ja, also hier war ja die Sniper. Ja, was ich sagen wollte. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt einfach irgendwo eine Statue finden. Mit einer Fake-Maske drauf. Denn dann können wir die gegen die echte Maske tauschen. Die einsetzen und dann kommen wir hier, glaube ich, hoffentlich weiter. Dann sollte sich der Ausgang öffnen. Und dann können wir in die Freiheit. Freedom. Mit Ethan. So, aber hier ist auch nichts mehr an Action. Sorry, das muss jetzt. Es ist halt nach 3 Monaten wieder in ein Spiel reinzugehen. Da muss ich halt erstmal wieder neu finden. Und eindenken. So, ist hier noch was? Hier ist auch nichts mehr. Kann ja nicht sein. Fake News. Hier? Nein. Aber hier geht's weiter. Schau mal, schau mal. Guck mal. Mega. Hier mit dem Seil kann man wieder zurück, genau. Aber da hoch konnte man nicht, ne? Nee, das ging nicht. Naja, dann. Moment mal, das ist doch dieselbe Statue wie unten. Wo ist denn die Maske dafür? Wo ist denn die Maske dafür? Habe ich irgendwas verpasst? Oder sind das immer dieselben Statuen? Ich hab's einfach nicht geblickt. Turm des Zorns. Ah, das war die Zornmaske. Ah. Ja, doch, ich erinnere mich. Jetzt kommt's langsam. Jetzt kommt's langsam. Das heißt, ich habe hier einfach nur irgendwo, keine Ahnung, ein Kraut oder irgendwelche Materialien liegen lassen. Ja, da scheiße ich drauf. Komm. Wo könnte die Maske noch sein? Das Ding könnte halt überall sein, ne? Hier, Speisezimmer, Innenhof, da hoch. In ihren Gemächern. Ah.
Da ist nichts. Ein Konzertsaal, das könnte vielleicht sein. Guck mal hier, Verköstungszimmer. Gibt's noch eine rote Tür? Da versuchen wir mal unser Glück. Mal schauen, wie wir in den Keller kommen. Ins Verköstigungszimmer. Hallo. Bitte sei nicht hier. Oh nee, die Musik wieder. Es gibt kein Entkommen! Da rein. Fat Show, save me, please! Miststück. So, wie komme ich in diesen scheiß Keller? Mein Gott. Oh. Okay. Entspannt. Wo ist hier eine Treppe? Hier gibt es eine Treppe runter. Halle des Kriegers. Halle des Krieges. Oh, nö. Echt? Komplett zurück? Kellergewölbe. Halle der Trauer. Das heißt, ich habe den hier komplett verpasst, oder wie sehe ich das? Aber wir waren doch gerade eben in den Zellen, aber noch weiter zurück. Ja, es gibt nur einen Weg darunter. Und wenn ich mir hier das so angucke, hier die Leiter, die wird niemals hochführen. Aber auch runter wahrscheinlich. Ja gut, wir gehen mal in den Innenhof. Hallo? Ciao. Okay. Ich will in den Innenhof. Oder kann ich hier vielleicht sogar noch irgendwas dran machen? Ich kann nichts mehr dran machen. Don't be suspicious. Guck mal hier. Wäre einfach zu gut gewesen jetzt. Wo bin ich denn hier? Ah ja. Dann zeig mal, was du so hast. Hier liegt noch was drin. Oh, Chemikalie. Oh, das schmeckt sehr gut. Das war's, okay. Okay. Nichts, aber das Schloss ist schon sehr protzig hier. Alles voll mit
Goldverzierungen und hast du nicht gesehen. Waren wir hier schon? Lippenstift. Riesengroße Badewanne. Ich schätze... Ja, das waren doch die Gemächer von ihr, gell? Oder? Badehaus, genau. Aber hier ist auch nichts mehr. Das heißt, wir können hier ruhig einen Abflug machen. Aber nicht, dass er uns hier Hallo sagt. Okay. Gibt's hier einen Weg? Hier gibt's keinen Weg. Also es ist echt schwierig, sich hier wieder reinzudenken. Wo ist denn der ganze Käse? Haben wir hier noch was? Nur im Konzertsaal liegt noch was rum. Hier? Nein. Okay. Ich höre zumindest keine Gegner. Hoffentlich sind auch keine da. Guck mal hier nochmal so ein Spielzeugschloss. Aber auch wieder nichts für mich. Kristallfragment. Guck mal, was es alles gibt. Ich sitze über der Munition. Ah, ich merke es schon. So, okay, hier gibt es jetzt auch nichts mehr. Ha, schwierig. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns an der Stelle im nächsten Part wieder. Ich hoffe mal, dass wir dann die nächste Maske finden und dann wieder Progress. Das ist halt richtig, richtig spannend, wie der weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Euer Dio. Ciao.